Hey, Mahlzeit, Leute. Ich nutze mal heute kurz die Mittagspause, um in die Stadt zu latschen, weil da ist heute vom SWR 4 Tour de Ländle mit, keine Ahnung, 1500 Radfahrer, die hier Mittagsstation machen. Ah ja, und da schauen wir mal vorbei, was da so los ist. Also, Tour de Ländle 2012, heute in Furtwangen im Schwarzwald, angekommen zum Mittagessen. Ne? Also, was sagt man da? Mahlzeit, also. Bleibt dabei, wir sehen uns bei YouTube wieder.
Ich sehe mal rum, wird er fotografiert. Darf ich noch ganz zum Schluss einen kurzen Hinweis geben? Ich denke, das gestatten Sie mir noch. Wir sind eine Stadt mit Uhr als Beispiel. Wir haben alleine 7 Kindergärten und wir haben unsere Pflichtaufgaben erfüllt. Das heißt, unsere Betreuung der Kinder unter 3 Jahre haben wir mehr als 30% schon realisiert und sind auch vorbereitet auf höhere Prozentzahlen. Wir haben alle Hochschuleinrichtungen hier an unserer Stadt auch alle Schuleinrichtungen, neben Grundschulen, wir haben das Wirtschaftsgymnasium, technische Gymnasium, die hier sehr hoch, von der Seite her ist es auch noch ganz angenehm für Sie und jetzt kann es ja eigentlich fast nur noch gleich abgehen, bis auf eine ganz, ganz kurze Strecke. Ich wünsche Ihnen alles Gute, kommen Sie gut an und besuchen Sie uns wieder. Vielen Dank. Danke Ihnen, Herr Professor Kühne, dass Sie uns fortwangen so schön und so kurz auch vorgestellt haben. Sie haben ja gehört, hier ist quasi der Donau-Ursprung, aber wir wissen ja, in Donau-Öschingen wird die Geschichte ein bisschen anders erzählen. Es ist immer schön, wenn es zwei da so sind, so alles feiern und ein bisschen mal da helfen. Wenn es geschafft, die Zeit sozusagen zu wenden. Das ist das Thema der Veranstaltung der Tour de Sie kennen die Föderation auch? Die ganze Auslassung zu der Großregion. Ein Stückchen, ich mal.
Thank you.